Wunderschönen guten Morgen. Wir haben es wieder geschafft, die ersten beiden Spiele in Folge zu verlieren, unverdient. Ich verstehe einfach nicht, was ich falsch mache. Es ist auch scheißegal, wie ich ans Spiel rangehe. Egal, ob ich ruhig bleibe, wie ich das letzte Woche gemacht habe, habe ich, glaube ich, auch die ersten drei Spiele oder so alle verloren. Unverdient. Egal, ob ich nicht ruhig bleibe, wie jetzt vielleicht hier in den ersten zwei Spielen, wobei ich sagen würde, ich bin trotzdem relativ ruhig geblieben, dafür das total scheiße lief. Es ist halt, es ist scheißegal. Ich kann einfach mir nie sicher darüber sein, diese Spiele zu gewinnen, egal wie sehr ich die Gegner dominiere, es sei denn, ich bin halt wirklich mit zwei, drei Toren im Vorsprung, aber solange ich nur ein Tor habe, sinnlos. Verstehe das einfach nicht. Es kann doch nicht sein. Ich spiele doch nicht so schlecht. Im letzten Spiel, der Gegner hat kein einziges Mal aufs Tor geschossen. In der ersten Hälfte. Im vorletzten Spiel, der Gegner macht die ganze Zeit nur Abwehrfehler. Und wenn er blöde Tschech nicht im Tor gestanden hätte, dann wäre es auch im ersten, der ersten Hälfte bestimmt schon mit zwei, drei, vier Toren vorbei gewesen. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Klar, ich könnte noch besser spielen. Dann, wie gesagt, je besser mein Spiel, desto weniger entscheidet das Glück. Ist immer so, aber keine Ahnung. Och, ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Wie gesagt, es wird auch immer, ich habe auch immer weniger Spaß daran, immer weniger Lust und ich überlege jetzt schon wieder, ob ich aufhöre mit dem Spiel. Jetzt friert anscheinend auch der Bildschirm ein und es geht nicht weiter. Und wenn ich hier jetzt abbreche das Spiel, dann zählt es, glaube ich, als Niederlage für mich. Das heißt, dann habe ich wieder ein Spiel weniger und ein Spiel verloren. Okay, krass. Hat doch mal eine Stunde gedauert. Okay, egal. So, ich versuche jetzt einfach so gut wie gar nicht zu reden. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Außer wenn ich ein Tor schieße oder so. Dann vielleicht mal, aber ansonsten tue ich echt bald nicht zu reden, um mich nur aufs Spiel zu konzentrieren. Und Halbzeitpause noch. Und von mir generell immer, wenn Pause ist. War da jetzt noch jemand dran? Nee. Sehr schön. Oh, ich dachte, er geht rein. Krass.
Schade. Sehr geil, ja, egal. Komm, wir spielen einfach weiter. Das spielt denn auch gerade für eine Scheiße wieder zusammen. Okay, freue ich mich. Das ist in dem Spiel passiert, wo ich hinten liege. Noch geiler wäre es natürlich, wenn ich 1-0 führen würde. Aber. Egal, ist auch schön, bekommen wir wenigstens keine Niederlage. Ich gehe aber davon aus, dass der Gegner jetzt wahrscheinlich eine Niederlage hat, weil er bestimmt irgendwie abgebrochen hat. Also nicht er mit Absicht, aber bei ihm wird irgendwas abgebrochen worden sein. Okay, nehmen wir das einfach als Zeichen, dass wir jetzt uns konzentrieren, gut spielen, nicht solche komischen Fehlpässe schießen und gewinnen, anständig spielen. Und wie, ich werde weiterhin versuchen, nur zu reden, wenn der Ball draußen ist oder Tore gefallen sind. Um mich einfach 100% konzentrieren zu können. Ja, komm, ich spiele mit schwarzem Oberteil. Was denn jetzt? Ist es jetzt komplett gelb oder nicht? Ich hoffe mal. Anständiges Team, sehr anständiges Team, gute Stürmer vor allem. Ich weiß nicht, was mit dem 75er da los ist, aber ich gehe mal davon aus, der ist schnell, wobei der hat auch Hunter drauf. Keine Ahnung, wo man den 75er Inform-Stürmer da drin hat. Also gibt es mit Sicherheit besseres Material, aber der 84er ist, glaube ich, eine Second Inform, der rechte Stürmer. Deswegen konzentrieren wir uns. Komm, vor allem auf die Abwehr jetzt. Anderer Schuss. Also von da, ich hätte eher versucht, unten links den nochmal anzuspielen. Ist wieder dieses geile Starten, wo es so grell ist. Oh Gott, dass der kommt, war niemals so geplant.
Machen wir da jetzt zuletzt dran? Ne. Dann war es wahrscheinlich auch einfach wieder ein Foul von Vidal, aber das pfeift mir ja nicht sowas. Abseits, aber okay, kommt eh nicht an. Klick gehabt, dass es nicht im Elfmeterraum war, also im Strafraum. Alter, was für eine Flanke, ey, was war das denn? Oh, okay, das war gut gespielt. Oh, fuck you.
Muss die Formation wechseln. Wir können auch mal gucken, aber die Statistik müsste komplett gegen uns sprechen. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal geschossen, oder? Ja. Gegner auch nicht wirklich oft, aber hat halt gereicht, wie immer. Ich probiere wieder das 4-2-2 zuerst aus. Ich will nicht schon wieder die ersten drei Spiele in Folge verlieren. Das kotzt mich an. Nullmal geschossen. So, jetzt möchte ich bitte derjenige sein, der dann trotzdem gewinnt, obwohl er nullmal schießt in der ersten Hälfte. Komm! Da hat auch nur Pacer im Spiel, im Team drin, oder? Deswegen wird er auch diesen 75er haben, denke ich. Weil er nur auf Pace geht und noch ein Lackertor, Glückwunsch. Ja, ich glaube, das ist so eine ganz klassische Pacer der Gegner. Fällt mir gerade so spontan auf, weil Bellerin, Sané, wer war's noch? Da dieser eine Typ. Ich fällt den Namen nicht ein. Aber ich glaube, der geht nur auf Pace der Gegner. Deswegen hat er auch so einen merkwürdigen 75er drin. Wilson ist auch super schnell. Verstehe nicht, warum man das nicht wegdrücken kann. Was ist denn los? Muss der Gegner auch drücken oder? Also ich drück die ganze Zeit. Oh, immer das 4-1-2-1 wurde, das klappt auch nicht.
und ich gehe da nicht rein. Doch eher immer nur über außen, ey, das gibt's gar nicht. Was für eine Pacer. Und wieder geht er über außen, was sonst? Wir werden wieder die ersten drei Spiele verlieren, geil. Okay, Punkt Nummer 1. Brauchen wir noch ein Tor, come on. Schöner Schuss von Werner. Ah, ja, auch der hier am Tor, stimmt. Tolles Monster. Arangis hat sich verletzt. Oh, Halsmaul, das ist unglaublich. Schon wieder so ein Dreckstor. Was macht denn der Torhüter? War einfach nur auf den Torhüter geschossen, da muss ich gar nicht bewegen, passiert überhaupt nichts. Komm, renn über außen. Mach deinen Pass auf die Peso. Ich hatte natürlich kein Glück. Wieso auch? Beschissener Pass von Alaba, glaube ich. Pass halt eher. Nice luck.
Tolle erste drei Spiele. Ich meine, das hier habe ich verdient verloren. Die ersten beiden Spiele nicht. Es gleicht sich aber halt auch nicht aus. Ich verstehe das nicht. Also, es müsste sich doch auf lange Sicht ausgleichen. Es müsste doch auch so sein, dass ich dann auch mal Spiele gewinne, die ich eigentlich verlieren sollte. Aber es ist nicht so. Ich verliere viel häufiger Spiele, wo ich besser bin, als dass ich Spiele gewinne, wo ich schlechter bin. Also, es gleicht sich einfach nicht aus und das verstehe ich nicht. Es müsste sich ja ausgleichen. Auf lange Sicht gesehen. Aber das macht's einfach nicht. Es gleicht sich nicht aus. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Es ergibt keinen Sinn. Wenn ich von, weiß ich nicht, von 10 Spielen, wo ich besser bin, 5 auf lange Sicht verliere durch Pech, dann müsste ich doch auch bei 10 Spielen, also knapp natürlich, wo ich knapp besser bin, wenn ich bei 10 knappen Spielen, wo ich knapp, also wenn ich bei, oh mein Gott, wenn ich bei 10 Spielen, wo ich der knapp bessere bin, 5-mal verliere, dann müsste ich doch auch bei 10 Spielen, wo ich knapp der schlechtere bin, 5-mal gewinnen. Also es müsste sich doch auch ausgleichen auf lange Sicht. Macht's aber halt nicht und das verstehe ich nicht. Und es gleicht sich einfach nicht aus. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube in der letzten Weekend League habe ich maximal ein Spiel oder so habe ich gewonnen, wo ich der Schlechtere war, oder 2. Aber umgedreht habe ich viel mehr verloren, wo ich der Bessere war. Aber egal, wir versuchen es wieder. Nicht reden bringt übrigens auch nicht, wie ich gemerkt habe, also das ist irgendwie scheißegal, es passiert genau die gleiche Kacke. Schade. Ich wahrscheinlich einen Strafenpass spielen müssen. Aber ich dachte, da bekommen wir wieder die Ballkontrolle nicht. Oh Gott, Miranda. Wieder schöne Druckphase und Ergebnis. Na genau, Torhüterecke, nice. Komm, wir schießen ins kurze Eck. Oh.
Hallo, toll. Ach, wieso klappt's denn diesmal nicht? Krass. Funktionieren hier auch mal irgendwelche Pässe, verdammt noch mal. Na komm, fick dich einfach. Flanken gehen jetzt natürlich auch noch, klar, was sonst? Wir verlieren also die ersten vier Spiele in Folge. Ja, natürlich nicht das Glück, das da reingeht. Wollte ich nicht hinpassen. Nice luck. Oh, ich habe keinen Bock mehr, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Bin echt kurz davor aufzuhören mit dem Spiel. Jetzt habe ich wieder Bock. Nee, Quatsch, ich habe immer noch keinen Bock. Den Jubel wollte ich echt nicht machen, weil ich den ziemlich hässlich finde. Das war Zufall. Aber den haben sie bisher noch nie gemacht, den Jubel. Ach Gott. Vielleicht ist das die letzte Weekend League. Ich weiß auch nicht. Vielleicht mache ich es auch nicht zu Ende. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber ich meine, wenn es keinen Spaß macht, dass ich auf Zwang habe ich auch keinen Bock zu spielen. Ich mach so viele Fehlpässe. Ist denn das meine Schuld? Wie denn so scheiße? Pass ja auch schon wieder woanders angekommen, als ich wo ich hinpassen wollte. Von der Schussstatistik sieht es ja gar nicht so schlecht aus für uns, aber es bringt ja nichts.
Der gewinnt jeden körperlichen Zweikampf. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wie kann denn der aus dem Winkel die ganzen Tore reinmachen? Vier Spiele in Folge, geil. Ist das ein neuer Rekord? Ich weiß gar nicht. Ich habe extra nicht reingekrätscht, weil ich dachte, wir sind dran. Und aus dem Winkel schießt er eh kein Tor, aber nee, er macht ihn natürlich trotzdem rein. Klar, was sonst? Ist ja auch super easy aus dem Winkel. Elfmeter. Ist eigentlich auch gelb, aber ich kenne die Regeln nicht bei FIFA. Bei EA besser gesagt. Ist vielleicht sogar rot. Na klar, hält ihn natürlich. Nächster Elfmeter. Das habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Noch nie in FIFA habe ich das gehabt. Sehr krass. Hab ich gedacht, ich schieße in die Mitte oder was? So, jetzt konzentrieren wir uns nochmal und schießen noch ein Tor, verdammt! Komm schon! Will ich vier Spiele in Folge verlieren? Na, erstmal eine Pause machen und dort duschen gehen, meinen Kopf frei bekommen. Komm schon. Oh, zum Glück. Mein Spieler, mein Außenverteidiger ist weggegangen vom Spieler. Ich konnte ihn nicht steuern. Ach, sind eigentlich noch alle relativ fit, sehe ich gerade. Lass es mal. Wer war denn da noch dran, hä? Kommt trotzdem mit Immobile zum Kopfball, obwohl ich da stehe. War Ball gespielt. Oh mein Gott. Der müsste eigentlich jetzt schon lange gelb. Er müsste schon vom Platz fliegen. Der hatte jetzt schon zwei rote Karten. Der hatte schon zwei Elfmeter verursacht. In der ersten Situation war es meiner Meinung nach rot. In der zweiten mindestens gelb. Also, der dürfte gar nicht mehr auf dem Platz stehen.
Nice Rückpass, den er fast zu mir spielt. Oh, habt ihr gesehen, wie Alessandrini durchrennt und dann abbricht? Oh. Ich hatte ihn auch in den Lauf geschickt, deswegen wollte ich auf ihn spielen. Natürlich sprinte ich wieder zu lang. Ich könnte mich kotzen. Ich könnte mich kotzen? Ich könnte mich selbst hassen dafür, dass ich so lange sprinte. Oh, was war denn das für ein Schuss? Oh mein Gott! Habe ich nicht mal ansatzweise hingezielt. Muss natürlich den Schuss verkacken, ist klar. Komm schon, gib mir noch so ein Tor, ey. Toll. Hauptsache, die haben Ballbesitz. Nein, ich hatte sogar einen Ball. Ist das bitter, ey. Die haben einfach keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Komm, wir verlieren das vierte Spiel in Folge. Kriegen die halt auch noch Elfmeter, scheiß drauf. Ach man, vier Spiele in Folge, geil. Ich denke, das hier verliere ich auch verdient. Aber einfach kacke gespielt. Bis zum nächsten Mal.